und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. XPS, eigentlich aus dem SCS-Forum, hat uns einen neuen LKW zu Weihnachten zur Verfügung gestellt, aber alles über seine Homepage, nicht mehr über das SCS-Forum. Und deshalb will ich euch das jetzt hier mal zeigen. Ich verlinke euch das natürlich alles. Und da hat er uns jetzt hier den DAF NTT zur Verfügung gestellt. Der ist aus den 80er Jahren und sieht halt so aus, ne? Also richtig alte Schlüssel wieder. Ihr wisst, XPS ist so ein bisschen so auf die alten LKWs. Hat das ein bisschen abgesehen, was absolut geil ist, weil wir sonst nicht die Möglichkeit haben, solche LKWs zu nutzen. Deshalb da schon mal saustark. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Fangen wir mal an. So, wir haben die Dutti-Variante. Gucken wir, bevor wir weitergehen, hier kurz ins Interieur, dass ihr mal seht, was so mit dabei ist. Ja, also mit Schlafen ist hier nichts. Dann gibt es auch hier eine Exklusiv. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen, haben wir die Cap Sleeper. Sieht dann so aus. Da haben wir dann hier. Guck mal, da kannst du dir schon mal eine halbe Stunde grunzen, auf alle Fälle. Das sieht schon mal gut aus. Also hier kann man schon mal ein bisschen schlafen. Und dann haben wir noch die Custom Sleeper. Die sieht dann so aus. Das erinnert so ein bisschen an Ami-LKW, ne? Die sieht dann so aus. Da hast du hier nochmal so einen Vorbau und hier hat man ein bisschen mehr Platz. Das sieht aus, wenn da oben noch Schränke wären oder so. Also das sieht auf alle Fälle schon mal gar nicht so schlecht aus. Coole Sache, oder? Voll der Ami-LKW, könnte man behaupten. Aber nee. So, wir haben 6x4. Moment, ich muss mal schnell schauen, was hier, wo hier der Unterschied liegt. Ah, einfach die Länge. Alles klar hier. 5,36 Meter, 4,92 Meter. Gut, wir nehmen aber die hier. Motorisierung gibt es bis 345. Ne? Hier sieht man es ganz schön. Wird hier auch abgeändert. Toll. Dann Getriebe 16 Gänge. Interieur war jetzt soweit klar, oder? Und dann hier so die Exklusiv. Das könnt ihr euch raussuchen, wie ihr wollt. Farben. Das alte Orange, Weiß, Ami-Grün, Mammut. Skin ist also mit dabei. Ich gehe mal schwer davon aus, dass ein Template mit dabei ist. Müsst ihr einfach mal gucken. So, ansonsten gehen wir zu den Anbauparts, was wir so mit dabei haben. Wir haben hier Classic Spoiler mit dabei. Wir haben hier noch Rundumleuchten, die soweit ganz gut aussehen. Ich rede so ein bisschen an ATS hier, ne? Aber nee, wir sind im ITS 2. Guck mal, wir haben ein Dachklima. Ja, voll, ne? Hier dann ein paar so Lampen. Vorne haben wir noch eine Sonnenblende. Dann haben wir hier noch so Spiegel. Aber die gibt es anscheinend wirklich nur auf einer Seite. Zumindest sieht es so danach aus. Was haben wir hier noch? Wahnsinn. Der haut schon wieder Zeug raus hier, ne? Verrückt. So, dann hier Kunststoff. Ach, hier Kunststoff. Ach, da ist die Scheinwerfer dann hier unten. Alles klar. Da ist die Scheinwerfer hier. So, lackiert oder da? Na, ich lasse das mal so. Gefällt mir fast besser. Bullenfänger. Was haben wir hier noch? Lackiert. Und hier noch Schmutzlappen. Die Spiegel bleiben entweder Kunststoff oder lackiert. Könnt ihr euch raussuchen. So wie hier die Türgriffe lackiert. Kunststoff. Was haben wir hier noch? Versteckt. Auspuffanlage. Alles klar. Ihr könnt auch den Auspuff nehmen. Dann ist er dann hier unten versteckt. Also das ist dann, ja, ich überlasse nicht. Ich lasse das einfach mal so, es ist aber auch schnell. Tank. Haben wir hier zwei Stück, rechts, links. Gibt es in Chrom, in Lackiert oder US-Style. Aber ich finde die schwarzen gar nicht so schlecht. Was haben wir noch? Das ist ja dann die Auspuffanlage wieder hier in dieser Variante. Das, wie schon gesagt, müsst ihr euch dann raussuchen. Hier ein Trittblech. Dann haben wir hier noch so einen Schutz. Den nehmen wir mit. Und dann hier nochmal das DAF. Als Schmutzfänger. Im Interieur gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch versteckt? Das ist alles draußen. Haben wir. Ach, guck mal hier. XPS gibt uns immer ein bisschen was mit. Und diesmal gibt er uns hier auf alle Fälle diesen kleinen. Ist der nicht von der Sesamstraße irgendwie so? Ich weiß nicht mehr. Ich muss raus aus dem Alter. Da gab es früher mal so ein Ding hier. Egal. Dann haben wir hier ein Navi in verschiedenen. Ich nutze mal das, was XPS uns hier mitgibt. Ne? Logisch. Klar, das andere war alles draußen. Ne? War das so richtig, dass man nur für rechts einen Zusatzspiegel hat und für links nicht? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Dann haben wir Fluppen, gibt uns noch mit. Fluppen, aber wirklich die alten. Guck mal in die Gesichtsmaske. Echt jetzt Gesichtsmaske? Okay. Zu Zeiten von Corona kann man es mal machen. Dann hier haben wir das noch. Was haben wir da noch? Finde ich auf alle Fälle cool. Der macht immer so ein paar extra Sachen hier, ne?
Hier noch ein Kissen rein. Und hier noch die Decke. Gut. Das auch mal so zum Kopien-DLC, dass hier das neue Gedöns auch schon mit dabei ist. Sieht man dann hier auch ein bisschen. Also das ist schon mal gar nicht so schlecht. Reifen schätze ich mal, wenn die Originalen dabei sind. Nichts Spezielles jetzt dabei, aber schon mal nicht schlecht. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hier haben wir unser Dashboard. Ich will euch das jetzt hier mal kurz zeigen. Hier ist, pass auf, ich mache mal die Zündung an. Guck mal, das hier alles bewegt hier, ne? Auch Sound mit dabei. Das läuft, ne? Wenn XPS was macht, dann macht er hier keine halben Sachen. Das muss man immer wieder sagen. Cooles Navi hier. Ob jetzt der NTT so richtig aus dem Knie kommt, mag ich bezweifeln. Ihr müsst halt ein bisschen Zeit mitnehmen, ne? Ist jetzt hier kein Next Generation Scania, ne? Aber es ist erstmal wurscht. Er sieht einfach nur dufte aus und gerade für die Leute, die ja aus diesen Jahrgängen sind, was LKW-Fahren betrifft, die werden sich da tierisch freuen. Oh, muss man schon mal so erwähnen. Der Nachfolger war übrigens hier der DAF Torpedo, glaube ich, ne? Vom DAF XF. Die weitere Generation in dem Fall. Ne? Aber der sieht jetzt schon richtig gut aus hier. Scheinwischer, nicht, dass ich wieder eben beschwere, ich habe Scheinwischer vergessen zum Testen. Gut läuft. Scheibe runter, wie sieht's da aus? Gucken wir mal. Gucken wir hier. Ach, der hat bestimmt Kurbel, oder? Hier? Da hinten ist Kurbel, ne? Oh, falscher Knopf. Ja, Kurbel, ne? Kurbel. Also er hat eine Kurbel. Und ihr seht auch hier, das läuft wieder. Auch sehr schön hier die Rundumleuchten, ne, die man sehen kann. Da sieht man sogar das Kabel runtergehen. Detailgetreu, ne, sagt man immer so schön hier. Sehr schöne Arbeit. Kommen wir zum Lichttest. Also Standlicht sieht dann so aus. Positionsleuchten hier. Normale Licht, ne, und dann Fernlicht. Die Rundumleuchten, die leuchten auch, das passt. Jetzt nochmal Standardlicht. Einfach die alten Rückleuchten, ne, die man so von früher kennt hier halt. Ne. Blinker sind da drin. Im Interieur sieht es dann so aus hier. Also irgendwie Kabinenlicht oder so haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Gibt's nicht. Aber sieht dann auf alle Fälle schon so aus. Aber richtig gut gemacht hier. Ne. Wahnsinn. Tolle Arbeit. Ich bin entzückt. So, wir schüsseln mal los mit dem DAF NTT von XPS. Man hat es immer so drin, ne? XPS aus dem SDS Forum. Stimmt jetzt in diesem Sinn nicht ganz, weil er es ja nicht im SDS Forum gepostet hat. Warum auch immer er das jetzt auf seiner Homepage macht, kann ich euch nicht sagen, warum er gesagt hat, nee, er will das dann nicht mehr machen. Vielleicht ist ihm das zu viel geworden mit der ganzen Schreiberei und so, dass die Leute ihm angeschrieben haben und kannst du mal dies und kannst du mal das und kannst du mal so und kannst du mal... Er will einfach seinem Hobby nachgehen und schätze ich mal, hat deshalb seine eigene Homepage hier gemacht, aber ist voll okay. So, ich finde die Kiste einfach geil. Guck mal, sogar ihr Tempomat, ne, hat auch seine Bude hier. Und die Schalter, ne? Wenn ich jetzt hier die Rundumleuchten einschalte, ne? Da ist hier auch ein Schalter extra da. Der bewegt sich, ist auch animiert, ne? Ist alles animiert, was ihr hier Knöpfe seht hier. Ist schon echt mega hier. Alles bombastisch. Also für die Version 1.0 vom DAF NTT von XPS in der Version 1.0 ist einfach nur mega, dass jetzt hier zu Weihnachten ein kleines Weihnachtsgeschenk, gehe ich mal schwer davon aus, von XPS. Echt geile Arbeit, macht echt Laune damit mal rumzuschüsseln, so einer alten Bude. Ich persönlich habe ihn so noch nicht live gesehen. Da bin ich einfach wahrscheinlich noch zu jung. Schließe ich aus den 80ern. Und ich bin ja Mitte 80er, deshalb kenne ich nicht. Macht nichts. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch schwer tun, der eine oder andere. Aber das ist wurscht. Das sind einfach alte Kisten aus der Vergangenheit, die man einfach mal erlebt haben muss und mal gefahren haben muss, und hier haben wir jetzt hier die Möglichkeit. Da nochmal vielen Dank an XPS, dass uns das hier ermöglicht. Ne? Sau stark. Ja, soweit habt ihr alles gesehen, oder? Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann Unfall. Dann spult nochmal zurück und guckt euch die Szene nochmal an, die euch hier nochmal interessieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst wie mal ein Däumchen da. Ne?
Jetzt hat es hier aber gekracht. Lasst ein Däumchen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit diesem DAF-NTT von XPS in der Version 1.0. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.